Assassin 2011. Es heißt wieder einmal Abschied nehmen. Wenn man merkt, wie man alt wird und die Zeit vergeht, bleibt einem nicht mehr als zu hoffen und beten, dass alles so bleibt und nichts sich verändert. Deine Freunde sterben im Himmel auf Erden. Meine Freundin meint, sie hat Assassinen im Bauch. Ist schon okay, Baby, ich lieb dich auch. Heute wollen wir vergessen, dass das Böse uns umzingelt hat. Schließ deine Augen und denk mit mir nach. Tag für Tag vergeht, ich bin allein, was mein Herz wohl macht. Da draußen im Freien, ich darf weiter die Minuten zählen und daran glauben, dass mein Bild nicht verschwindet. Aus ihren grünen Augen, es ist nur ein Traum. Diesmal stürzen wir ab und wenn wir wieder aufwachen, halte ich dich in den Arm. Mein Engel, du Schmetterling, ich will dich nicht berühren. Wir leben, darf man durch eine Berührung sein Leben verlieren. Ich gebe ein Leben für alles, was noch kommen mag. Heute wird aus dem ersten der letzte Tag. Du wirst gelockt in eine fiese Falle und dann eingesperrt. Für wie lange spielt keine Rolle. Du faltest die Hände und lässt alles auf den Boden fallen, denn nur das Gebet kann dich aus dieser Falle rausholen. Bereit den Kopf hoch, ich seh wieder Licht, ich greife nach der Hand, doch sie erwidert sie nicht. Ich blick zurück auf die letzten 3 Jahre. Es ist sehr viel passiert, ob ich's bereue, keine Frage. Alles Schöne auf der Welt hat leider seinen Preis. Und der sich daran erfreut, weiß, was das heißt. Dass ich rein muss, ist klar, es hat aber lange gedauert. Und die letzten Minuten, die ich habe, verbringe ich nicht mit Trauer. Nein, im Gegenteil, ich sehe das Gute darin. Denn immerhin fand ich dort zu Gott und komme nun wieder zu ihm. Ich glaube an Gott und an das, was er mir sagt. Menschen zählen nicht, ich bin anarchistisch veranlagt. Und auch wenn sie mich für immer wo wegsperren, mein Lächeln wird bleiben als Waffe, keiner kann sie abwehren. Ich will bei jedem Menschen ein Lächeln sehen, und wer kann es mehr gebrauchen als die Brüder im Bau? Doch auch hier draußen hab ich ein Herz für die Guten. Der Mund ist am Lächeln, doch die Augen am Blut. Ich geb ein Leben für alles, was noch kommen mag. Heute wird aus dem ersten der letzte Tag. Du wirst gelockt in eine fiese Falle und dann eingesperrt. Für wie lange spielt keine Rolle. Du faltest die Hände und lässt alles auf den Boden fallen, denn nur das Gebet kann dich aus dieser Falle rausholen. Bereit den Kopf hoch, ich seh wieder Licht, ich greife nach der Hand, doch sie erwidert sie nicht. Ich geb ein Leben für alles, was noch kommen mag. Heute wird aus dem ersten der letzte Tag. Du wirst gelockt in eine fiese Falle und dann eingesperrt. Für wie lange spielt keine Rolle. Du faltest die Hände und lässt alles auf den Boden fallen, denn nur das Gebet kann dich aus dieser Falle rausholen. Bereit den Kopf hoch, ich seh wieder Licht, ich greife nach der Hand, doch sie erwidert sie nicht.